Hallo allerseits, Elpion hier und willkommen zu Part 51 von Final Fantasy VII Rebirth Let's Play. Alrighty. Ja, ein bisschen über die Hälfte haben wir jetzt. Wäre nice, wäre nice. Oh, aber wie kommen wir dahin? Ich glaube, die Ausgrabung ist ein bisschen schneller gefunden, oder? Ja, wir können ja mal schauen. Ja, ist ja gleich direkt darunter. Stimmt. Stimmt, da war ja was. Okay, hier. Ach, da drin ist er. Schauen wir mal. Tatsache. Oh, Talisman der Unterwelt. Ist das der. Ist das Hades Armlet? Beziehungsweise Hades Talisman. Oder ich verwechsel das gerade mit etwas. Das kann natürlich auch sein. Heilendes Halsband. Okay. Hier sind wieder ein paar Skis. Die liebt man nicht. Okay. Schnappel voll? Nee, Schnauze voll. Ja, Panqueen. Okay. Very nice. Ja, fast zwei Drittel. Mal sehen. Jetzt, wo wir so viele Synthese-Sachen wiederbekommen haben, was können wir denn alles hier machen? Super Aether braucht noch zwei weitere Kosmotiden. Okay. Das können wir machen. Machen wir. Für die XP. Das würde ich sagen auch. Allheilmittel. Ja, okay, warum nicht? Für die maximale Stufe müssen wir dann sowieso ja wahrscheinlich alles hier craften. Ja, dann können wir gleich schon mal was hier im Voraus hier machen. Mobulsphäre. Danke des Gurus, Mobuls. Psycho-Amulett, okay. Okay. Nehme ich. Mal schauen, ein heilendes Halsband. Ja, sonst. Okay, nehme ich. Das nehme ich auch. Ja, why not? Gigatrank. 10. Lucke. Okay. Und Offenbarung des Planeten.
Ja, ein bisschen haben wir noch vor uns, wie es aussieht. Das wäre für Aerith nicht so schlecht. Moment, Moment. Dann machen wir das folgendermaßen. Ja, dann können wir den einmal machen. Talisman der Cetra. Ja, aber ich würde sagen, wir nehmen lieber den Arkanen Warging hier. Der macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? Ist in der Hinsicht ein Upgrade. Weil wir das auch hier als Auswahl haben. Schauen wir gleich. Ja, vielleicht auch keine schlechte Idee. Ich glaube, ich nehme das da. Ja, dürfte so passen, denke ich. Machen wir gleich. Davor noch die Kollegen hier bekämpfen. Oder? Nee, haben wir. Nee, halt was, aber ich passe mal, dann wurde schon gecancelt. Sehr gefühlt. Na dann schon ja mal. Ob wir da so leicht hingelangen. Yanks, yes, Yuffie, thanks for stating the obvious. Oh, das ist da ganz oben. Ja, wie gelangen wir da? Das müssen wir aber nicht mit der Tiny Bronco machen, oder? Oder so vielleicht. Das könnte durchaus sein. Okay, probieren wir es mal. Apropos, wie viel haben wir schon hier analysiert für die Dings hier? Für die Kämpfe. 7 fehlen noch, okay. Hier sind es noch 4 Stück. Also brauchen wir noch 4 weitere Mobs, so wie ich das verstehe. Okay, okay. Sollte machbar sein. Ne, 3 weitere.
Ja, das kann ich ja auch noch holen. Stimmt. Sache gehen. Kann das mal warten, würde ich sagen. Uiui. Ja gut, dann gehen wir erstmal dahin, I guess. Ja komm, für die XP. Oh, selber komme ich glaube ich nicht hin. Hafen von Cosmo, ja. Na, wobei. Ah, da müssen wir gleich mal schauen. Ob wir da so hingelangen oder ob uns das komplett woanders hier verfrachtet. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht kann man auch von dort aus dann eventuell so dahin zum Gegner gelangen. Mal sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir so weit rausschwimmen können. Oder ob sich das Spiel denkt. Ah, ah. Ja, okay. Ich hab's gecallt, ne? Wir brauchen wahrscheinlich dann ein anderes Gefährt. Okay. Aber ich glaube, ich sehe die schon. Yep, das sind glaube ich die. Oh, Monsters! Come out, wherever you are. Die Dinger. Rare Capperwire variant detected. Commencing guidance protocol. Lacking both visual and auditory senses. Capperwire tracks prey through vibrations in the ground, unleashing a relentless stream of precise attacks with its whip-like vines. Because Capperwire tendrils are both supple and sturdy, humans have used them as a material for handicrafts throughout history. The vines of this particular variant are resistant to fire. A house wrapped in them could burn to the ground, and the tendrils would remain. There's no telling what untapped potential these plant fiends possess. We are counting on you to help us find out. Alrighty. Focus. You had your chance. Na dann schon einmal. Wer hätte es gedacht? Na, wobei. Machen wir es lieber so. Sehr schön. Ein feuriger Kampf, aber wir waren Feuer und Flamme. I knew you'd come.
through, Cloud. After processing the intel you gathered and importing it into our simulator, I designed a combat trial just for you. While it is true that you provided assistance, I am the one who created it. At any rate, please give it a try. Wird gemacht. Na dann schauen wir mal, wir müssen da nach oben. Von dem Outset allerdings hört Ort aus. Baby. Müsste, glaube ich, schon die Maximalstufe gewesen sein, ne? Wenn ja, sehr schön. Ich überlege gerade, war ich schon hier oben? Ich bin mir... Nee, ich glaube nicht, weil sonst hätte ich ja hier eine Markierung. Okay. Mal schauen, ob ich da so einfach nach oben komme. Ich bin erst das her, dass ich noch hier gar nicht war. Aber gut, dann hätten wir das auch, I guess. Da ist die Eule. Wir schauen gleich. Okay. Ja, das machen wir zuerst. Becher des Goldes. Wir haben eine Parität. Okay. Come on! Punch through! Just in case. Und dann schauen wir mal. Too bad. Let's go. You had your chance. Okay, mach bitte da. Fehlt nicht mehr viel. Magnificent work, Cloud. Have this region's fiends proved a fitting challenge.
don't recall asking you. If you haven't noticed, I'm trying to have a conversation with Cloud. So please quit. Cloud, if you're in need of a challenge, know that another combat trial awaits you. Ja, was ein Ding, was ein Ding. Mal schauen, am meisten wird es ja, glaube ich, Sinn machen, genau, wenn wir so mal hingehen. Hm? Dann kommt gleich die Eule und landet uns zur Quelle. Hopefully. Oder auch nicht. Ja, guten Morgen. Stamm der G. Genatak. Der G. Okay, mal sehen. Es fehlt ja noch ein Funkturm. Das ist der da. Okay, okay. Hm. Da wird wahrscheinlich auch dann der Esper-Kristall sein, wenn ich warten müsste. Mal schauen, wenn man die vier Proto-Relic-Quests hier abzieht, dann müssen das, glaube ich, nur noch, wenn ich mich nicht verzählt habe, 5 weitere Dings hier sein, Indels. Mhm. Könnte hinkommen. Aber erstmal auf zum zweiten Parcours, würde ich sagen. Dann machen wir ein paar Nebenquests erstmal. Da müssen wir dann wahrscheinlich nach oben. Okay, ja. Ja, das sieht, glaube ich, richtig aus. Bevor wir das mal machen. Too bad.
Chocobo, choco, choco, chocobo. I'm on a chocobo. You're on a chocobo. Hey, so I've been meaning to ask you something. Oh. You said old Sephiroth's come back from the dead, right? And that's a bad thing. So, what I want to know is, how'd he do it? And what's he after? He wants to save the planet. But wouldn't that make him a good guy? It's not what he's doing, but how. He doesn't give a shit if everyone dies in the process. Sounds like a total nutter. I mean, there's not much point in having a planet if there's no one left to enjoy it, is there? That said, let's not forget that we still got a whole nother problem. One that's reared its ugly head time and time again. Bunch of assholes who won't stop till they've bled the planet dry. Send them. To hit them where it hurts, we'll need to leverage those connections of yours. But if you even think about stabbing us in the back, I'm gonna hug and squeeze you to death, you hear me? Loud and clear. For years, ever since I was little, we rode together so much we could tell what each other was thinking, and we never had a crash. During my last race, I hit another chocobo and fell. As soon as I hit the dirt, I looked up and saw the feet, the claws, coming right at me. Every time I close my eyes, I see them again. I'd like to be alone, okay? So that's how it's gonna be. Fine. I'll give poor Apony the exercise she needs. Oh je. Oh, das war 7,2, okay. Na dann schauen wir mal, wie es laufen wird. Oh, bewegt sich das? Tatsache. Aber noch geht's ja. Noch. Wer weiß für wie lange. So, das glaube ich nichts. Nicht ganz gereicht. Not bad, not bad. I mean, we could have done way better, but that'll do. You can't just force a chocobo to do what you want. You should have established a bond with Apony before heading out.
You've got to be on the same page when you're running a course. Be completely in sync. You don't say. Then why don't you, a real jockey, show us how it's done? I can't believe you people. I'm going home. Oh, crap. That certainly backfired. Yeah, yeah. No need to rub it in. Come on, let's catch up with her. Nachdem ich das hier auf Profi geschafft habe. Okay. Nice, geht doch. Ja, sobald man es einmal hier erstmal drauf hat, ja, ist gut machbar. Mal schauen, wie viele haben wir noch vor uns? Noch eins oder zwei? Ah, hier, okay, okay. Alrighty, machen wir. What are you doing? Why are you still following me? You know I can't ride you anymore. Happiny, I'm sorry, but I can't. I just can't. Says who? You just watch. I'm gonna prove to you that there's no other bird that can fly like Happiny. I will. Oui. Ah, das ist schon die letzte Quest. Okay, okay. Materia-Ohrring Barriere. Okay, ja. 9,6k. Also alle wieder effektiv, ne? Das wird lustig. Ach du Schande. Nö. I refuse. Oh Mann, oh Mann. Fängt ja schon mal toll an. Müssen wir es sogar noch hier richtig abteilen mit Nachtschande? Das könnte ein bisschen dauern. Okay, doch. Sehr schön.
Oh, der schreit nach Tiefflug. Okay. Jetzt ist spät gemacht. Aber kann das Interesse? Für was wird das ausreichen? Schon reines Interesse, komme ich da noch zurück? Und ich würde das gern schon schaffen. Gut, ist vielleicht jetzt ein bisschen umständlich, aber ja, wenn es noch ausreicht. Ist jetzt nicht vielleicht die feine englische Art, aber ja, ich meine, solange wir die Punkte voll kriegen. Ah, schade. Oh, reicht es? Reicht es? Es reicht nicht. Mist. Nein. Ja, ich glaube, wir müssen echt hier alle einsammeln für die volle Punktzahl. Aber gut, ja. Ich meine, für das Setup-Minispiel mussten wir ja auch so ziemlich perfekt das Sammeln machen. Also warum nicht auch hier? Oh, das wird knapp, das wird knapp. Oh nö. Wieso haben die nicht gegolten? Komme ich an die beiden letzten ran? Ui. You see me? I aced it. And it's all thanks to this chocobo, Apony, the best of the best. Don't you think I know that? There's something on your mind. Just say it. The day I fell. I got overconfident. Figured I had the race in the bag. I started thinking about all the ways I was gonna spend the prize money. I wasn't focused. But when I was rounding the final corner, Apony and I, we got out of sync. Before I knew it, I was in the dirt. Apony jumped in front to try and protect me. And because of that, she got herself hurt. So I just can't get back in the saddle. I can't. What if I hurt her again? I'd never forgive myself. You're up, Mr. Merc. Put those chocobo interpreting skills to work. Huh? It was a terrible accident. But we've learned from that experience. And can grow as chocobo and rider and strive to not repeat past mistakes. Once we've healed Shawnee, let's race together again. You got that? Apony.
up. Do whatever it takes to get back in racing shape. Until then, mind looking after her for me? You serious? Well, yeah. She still needs exercise, and I won't be able to take her out for a while. I'd feel better knowing she's in the hands of a rider I can trust. I'm sorry for making you worry, Mom. I promise I won't give up. Not again. That's all I wanted to hear. Be warned, when I'm healed up, you're going down. Bring it on! Mm-hmm. Yeah, that's nice. Okay, ich werde auf jeden Fall jetzt noch versuchen, den Profigang hier zu kriegen. Ja, ich schaue mir, glaube ich, mal am besten, um da jetzt nicht allzu viel Zeit zu verlieren, an, wie das andere Leute hier machen. Boah, jawohl. Uiuiui. Hat jetzt länger gedauert, als mir lieb ist. Puh, okay. Ja, ja. Ich kann schon, ja, die Leute verstehen, warum denen das Minispiel nicht so viel Spaß macht. Weil ein kleiner Fehler und man darf wieder von vorne anfangen. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das, ja, ein gutes Minispiel. Also, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Bei anderen Spielen. Aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich das endlich geschafft habe. Das hat so viel Zeit geraubt. Ja, naja. Passiert, passiert. Okay, mal sehen. Ja gut, effektiv. Ja. Müssen wir jetzt den Story-Pfad hier voranschreiten. Ja gut, dann machen wir es mal, würde ich sagen.
Weil der Rest ist ja auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Interessantes Artefakt. Ich laufe mal sicherheitshalber zu Fuß, nicht, dass hier wieder Gegner kommen. Oh, hätte ich sagen können. Oh well. Powerpuff. Wie die Real-Life-Bäume aus. Wo waren die denn? Aus Afrika, glaube ich, ne? Dann sogar nicht aus denen auch Saft? Ich bin mir gar nicht sicher. Baobab-Saft? Ich meine, da mal was gehört zu haben, aber bin mir nicht sicher. Oder nicht mehr sicher. Mehr Sahagin, hä? Das war ein nicer Perfektblock. Das wollen wir sehen. Behold Cosmo Canyon, a sacred sanctuary where the planet's greatest minds gather. It's beautiful. More than I ever imagined. Come on, let's pick up the pace. Hear it calling my name. Yeah, me too. Bei Aerith wahrscheinlich tatsächlich, ne? Das wird uns dann wieder zur Kiher befördern. Okay, gut zu wissen. Da ist auch gleich Chadley. Why don't you go pay your respects to fellow Bugenhagen? Go on!
let them through. They're good people. I promise. After all, they're the reason I'm here. What in the hell was that? Hey guys, it's me. Who? He's such a softie. Real quick, gotta check something. An airship dropped these on us this morning. Wanted posters of the terrorists who bombed those reactors. But I think we can say you had nothing to do with all that. Even if Nanaki hadn't vouched for you, it's obvious. Welcome to the Sanctum of Planetology, Cosmo Canyon. Ja, Nanaki ist okay. Oh ja, da ist die Musik. Alright, ich würde sagen, ja, ich beende mal den Part hier. Aufnahme 1,5 Stunden, aber gut, mit dem Hub de Chocobo Dingsbums weggecuttet, dürften das, puh, 1 Stunde werden, 1 Stunde 10, vielleicht sogar unter 1 Stunde, je nachdem, ja, wie viele Fails ich hatte. Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf. Naja, da würde ich sagen, dann seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Und wie immer, bis zum nächsten Video, bis dahin, see you!